Benedikt und Maria haben mich über die Jahre, die wir uns kennen, in vielen kleinen Entwicklungsstufen meines Selbst begleitet. Ich habe den Benedikt vor 8 Jahren ungefähr kennengelernt über die Empfehlung einer Arbeitskollegin und bin zu ihm in die Praxis gekommen, weil ich eigentlich was abnehmen wollte und so ein bisschen Unterstützung brauchte. Es haperte ja, wie bei den meisten Leuten, jetzt nicht daran, dass man nicht weiß, wie es geht, ne? Weniger essen, mehr bewegen, sondern so dieses Durchhaltevermögen, dass irgendwas in meinem Unterbewusstsein scheinbar da war, was mich halt gehindert hat, die Willenskraft aufzubringen, auch mal Nein zu sagen oder mich halt mehr zu bewegen. Und da hat der Benedikt halt durch seine Arbeit und das durch sein Coaching ein paar Dinge gefunden, die mich halt daran gehindert haben. Ja, wir haben damals eine Rückführung gemacht, eine Reinkarnationshypnose. Und dabei ist rausgekommen, dass ich im 14. Jahrhundert ungefähr schon mal gelebt habe, meine Seele schon mal auf dieser Erde war. Und ich als Waisenkind in einem Waisenhaus gelebt habe, wo es halt sehr wenig zu essen gab damals. Und ich halt hart dafür kämpfen musste, am Leben zu bleiben und was zu essen zu bekommen. Und dass ich dieses Gefühl halt in dieses Leben jetzt mitgenommen habe. Und immer wenn halt Essen da ist, jetzt halt einfach viel gegessen habe und noch mehr und noch mehr. Und als wir dieses Gefühl von damals auflösen konnten, dass meine Seele das loslassen konnte im Hier, war ich plötzlich wie befreit und hatte dieses Bedürfnis, viel zu essen, immer zu essen, gar nicht mehr. Das war auf einmal weg. Und ich fand das sehr beängstigend schon ein bisschen, wenn man damit das erste Mal konfrontiert wird mit so Dingen, dass die Seele vielleicht wiedergeboren wird und dass man Dinge hier erlebt, die man aus einem vorherigen Leben erfahren hat. Aber dadurch, dass ich dem Benedikt vertraut habe und mich darauf einlassen konnte, hat sich das für mich ganz rund abgeschlossen, dieses Thema. Und ich habe halt jeden Tag dann gemerkt, dass es sich eine Veränderung eingetreten ist dadurch. Und als ob ein Hebel umgelegt wurde in meinem Kopf und mein Verhalten ganz anders gesteuert wird, aus mir heraus. Also gar nicht bewusst von mir, sondern auch unterbewusst. Ich andere Bedürfnisse, andere Verhaltensweisen an den Tag lege. Mein Name ist Marion, ich bin 40 Jahre alt, Krankenschwester auf einer Intensivstation und Heilpraktikerin. Und die Arbeit von Maria und Benedikt zeichnet besonders aus, dass sie mit einer wahnsinnigen Leidenschaft und Liebe ihren Beruf ausüben, die man als Klient spürt und die einem es ermöglicht, dass man den beiden total vertraut, sich fallen lassen kann, sich öffnen kann. Ja, und dadurch einfach eine tolle Zusammenarbeit mit den beiden hat.